ist einfach zu doll. Wir mussten Fenster wieder aufmachen. Ja, also das ist leider einfach zu doll. Und ich hatte noch vergessen, also auch die Autos, die dann so viel Gas um einen rumgeben und schön Zwischengas und doof tun an der Ampel, als wenn sie so schnell wegfahren wollen und so. Und die haben es besonders immer in der Zanderstraße, wenn wir dann an der Bushaltestelle sitzen, das ist jetzt unser Problem. Die haben natürlich alle, ich dachte vorher immer so Formaldehyd, ne, toll. Ich habe nichts anderes gefunden und man kommt immer noch wieder an uns ran unter Hypnose, was ich auch mal sage. Ne? Ich manche wundern, dass wir da total verschwenden oder so. Keine Chance, wir sind hier nur allein. Wir kriegen einfach keinen Abstand von diesen Männern. So, und dann kommen dann und dann wird immer besonders viel Gas gegeben und auch grün mit großen Hubraum die Fahrzeuge, die da alle präpariert sind. Das macht ihnen richtig Spaß. So, der normale Laie weiß gar nicht, was so passiert. Sie fahren mit im Verkehr und so, denen ist das doch egal, ob da ein bisschen was mit einer machen. So, bei uns haben sie die tolle Bewegung, weil sie ständig fliegen. Dann fahren sie ständig um uns rum. Alle Straßen sind uns ganz ständig und die anderen schönen Fahrer. Das habe ich vergessen, das muss ich nochmal ergänzen, damit alle anderen das auch wissen. So, und sie reparieren ganze Züge. Sie präparieren ganze Busse, wenn man an einer Haltestelle sitzt, dann machen sie kurz die Tür auf. Der Bus ist dann leer. Dann sitzen nur zwei Mann rein, die dann natürlich sofort rausgehen, dass sie natürlich vorbereitet haben. Oder die bleiben auch drin sitzen. Weil das Gas, der dann sofort voll raus. Alles haben wir schon erlebt. Immer gewundert, wenn der Bus dann aufmachte und dann, wir dachten erst nur die Wärme oder so, dass wir so komisch auf diese Wärme reagieren aus dem Bus. Nein, nein, das mehr. Da muss man wirklich an alles denken. Das kann man sich nicht vorstellen. So, und wir nehmen an, dass so ein Betonfußboden ziemlich dicht ist. Ziemlich saftig. Wenn man eine Seite nicht zu dolle Löcher hat, müsste man dann eine Seite abdichten. So, aber diese Holzfußböden, da kommt es schon immer durch. So, die sind hier so eingebrochen. Wir kriegen es nicht dicht. Und das ist noch viel zu kostspielig, was wir da benehmen müssen. Also es so richtig dicht machen. Das wollte ich auch nochmal sagen, für Abende, die sich damit dann beschäftigen, man muss sich auch mal ein bisschen austauschen, ein bisschen weitergeben, die ganze Sache. Ich möchte nochmal sagen, wir wissen nicht alles. Also ich war auch nie bei der Stasi im Einsatz für sowas oder so. Sowas hat man mir nicht gelehrt. Also das ist auch nur ganz wenig und das ist, also die Erkenntnisse darüber sind sehr gering und sehr schrecklich, was da alles ist. Und ich möchte auch nochmal zu dieser Familie sagen, ich darf gestern noch so weit einschlafen, weil es ist ja immer so laut hier. Ich werde es auch wieder hören, ne? So ab 20 Uhr, ne? Oder so ab 19 Uhr schon, ne? So ein Knaller an der Hand oder so. Weiß nicht genau, aber man hört dann ja nicht mehr hin, weil es interessiert doch nicht. Wir wissen doch, für wen es ist. Mich interessiert das. Aber ich möchte denn auch nochmal der Familie sagen, weil das widerspricht sich auch so, wenn ich das mal als Psychologe sagen darf, weil die Hälfte der Familie ist in der Psychiatrie, sag ich mal so salopp, oder der größte Teil der Familie. Ich weiß ja nicht, wie viel sie sind. So, und Oma und Opa und Onkel und Tante und so haben nichts. Die Eltern selbst haben nichts. Und mit Mal sind dann drei Geschwister von der Familie in Psychiatrie. Na, wenn es da gar kein, wenn es da nicht ein Hirnvirus gibt, was es nicht gibt, ne, aber was man ja dann da nicht erforscht hat, ne, dann ist das allein schon sehr seltsam. So, der Mann schreibt ja, dass es seine Geschwister sind. So, und er stellt sich ordentlich da und schreibt ganz vernünftig. Also. Der kann dann also keinen kleinen Namen, sag ich mal, zusammen, ohne zu beleidigen, weil ich auch nicht die beleidigen möchte, die wirklich Probleme haben. Ne? Also nicht diese Schwachköpfe, die sich das selbst gemacht haben. Da habe ich aber kein Verständnis für. Dann also, die sich ihre Löcher dann alleine mit Heroin ins Hirn gepustet haben. Aber das widerspricht dem Ganzen ja schon total. Ne?
wenn so eine Familie sowas hat. Also ich kenne sowas gar nicht. Da hat die Stasi auch immer aufgepasst. Hätte mich natürlich dann interessiert. Also entweder sind sie dann alle in der Psychiatrie oder keiner. Bei drei Geschwistern hat das immer toll. Dann gab es da so einen Genvererbungssprung oder was. Hey, sowas gibt's nicht. Ich mache mich da nur lustig. So, und ich gebe diesen Affen dann nochmal den dienstlichen Befehl. Ich weiß nicht, ob er auch geschrieben hat, wo sie liegen. Hey, ne? Das wäre dann nett, wenn sie mir das dann mal schmerzen zumelden, damit ich die dann auch gleich anmelden kann. Also, ich gebe ihnen dann auch den dienstlichen Befehl, diesen Stasi-Ärzten, dass sie die Geschwister da entlassen. Aber das wollte ich auch nochmal sagen, weil bei drei Stück, das sind schon sehr, sehr seltsam. Wir wollen mal sehen, was sich da für einen Unfug ausgedacht haben. So, und sie entlassen die Geschwister und sehen zu, dass sie die Medikamente loswerden, bevor sie auf die Straße kommen. Ne? Oder sagen denen, also normalerweise müsste es reichen, dass sie dann zurückkommen in ihre Familie und müssen dann eben sehr vorsichtig sein und werden sich noch ganz schön quälen, wenn sie die Medikamente loswerden. Also Albträume, Ängste sind angesagt, Beklemmungen und all sowas. Ne? Alles so, wogegen diese Medikamente sind, das löst man denn bei ihnen dann schön aus. Ne? Wenn sie diese ganzen Medikamente dann absetzen. Also eigentlich müsste es auch so gehen, weil sie sind noch jung, sie sind gesund, wenn sie nichts kaputt gemacht haben. Aber geben sie da sonst keinen, nee, am besten ist, sie müssen raus, weil sie lügen sowieso. Sie werden auch noch andere Medikamente kriegen, die man ihnen nicht sagt. Sie werden sie total schikanieren und peinigen. Und nachts immer rannehmen, wenn sie schlafen, das wissen sie dann gar nicht, dass dann bei ihnen einer dran war. Also am besten ist es, wenn es in der Familie wäre. Am besten ist es, wenn man dann auch einen Arzt, der irgendwas kennen würde, oder wie es mit seiner Schwester, die sich das dann immer ein bisschen anguckt, oder die dann auf der Seite der Familie ist. Ich bin zu weit weg. Ich habe auch keinerlei Bücher. Ich kann mich auch auf nichts konzentrieren im Moment so richtig. Aber die sind total vergiftet. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir das nicht angucken kann und dass ich sie da rauskriege. Das hat damit ja nun gar nichts zu tun. Ich muss mir angucken, was die da für einen Quatsch von sich geben, diese Stasi-Psychiater. Wir wollen mal sehen. Und ich möchte die auch schon mal ansprechen. Ich kann die Familie auch gerne vorspielen, dass die da danach dann auch gleich verschwinden. Ne? Also, ich möchte sowas da nicht haben in meinen Psychiatrien, in der Ex-DDR, die ich doch schon alle übernommen habe. So in allen anderen Fällen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Charité auch eine Psychiatrie war. Das ist alles zu lange her. Also von der Charité bis sonst was alle. Ne? Also entlassen sie die DDR-Bürger, die sie da quälen und so. Sonst sind sie tot. Sonst gibt es Hinrichtung. So und sonst können sie schön spielen. In ihrem eigenen Leben. Ne? Und dann verschwinden sie da. Und dann möchte ich auch, dass der Neuanstellung gibt. Natürlich aus dem Westen. Ja, das ist ja das Schlimme. Also, man hatte keinerlei Lust. Und das ist so ein bisschen sehr komisch. Ne? Wir machen, gerade machen wir die Fenster auf. Schon haben wir dann hier schon wieder LKW und haben Müllabfuhr und so. Das ist wieder sehr, sehr komisch. Also man tut dann immer gleich doof und diese LKWs sind natürlich auch schön präpariert. Ne? Das ist doch gar kein Problem. Und was meinen Sie, wenn Sie denken, dass die irgendwie Hemmung haben, die sind alle drogensüchtig, diese Niedertracht, ne? Wie die sich freuen, dass wir das denn einatmen und dass sie das denn machen. Dieser dumme Kopf. Das ist ganz schlimm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, wir können da nichts machen, solange der Bett hier auf unsere Plätze steht. Das ist unglaublich, was sie da alles abziehen. Ja, aber das wollte ich der Familie auch mal sagen. Also. Da müssen wir dann sehen, und das kommt uns sehr, sehr seltsam alles vor. Also alleine das ist schon sehr unglaubwürdig. Ne? Also drei drin, und wir haben ja jetzt mit dem jungen Mann und Mama und Papa drei draußen. Also. Das ist schon sehr komisch. Da müssen sich die Affen dann auch noch schön was ausdenken. Was denn jetzt tatsächlich in der Akte reinschreiben, was angeblich hat. So, wenn die sich stur stehen und doof tun, dann weiß ich auch noch nicht.
Wenn Sie rauskommen und Sie das Geld haben, würde ich mir gerne Ihre Geschwister dann angucken. Nach einer Zeit, wenn Sie wieder fahren können. Deswegen hätte ich Ihnen auch unterhalten dürfen, wenn ich dachte, dass Sie das vergeben haben. Dann habe ich irgendwie ein Hotel oder irgendwo oder so mal ganz kurz. Weil das ist ja kein Spaß, was wir heute gemacht haben. Würde ich mir gerne mal angucken dürfen, würde ich sagen. Gut, danke für Ihre Aufmerksamkeit.